In dem letzten Video haben wir über Porträtfotografie gesprochen und jemand hat kommentiert und unter dem Video gefragt, welche Einstellungen wir denn eigentlich verwenden. Und das möchte ich gern in diesem Video teilen. Ich habe mir 4 Fotos rausgesucht, die werden wir uns gleich in Lightroom anschauen. Dann schauen wir uns die Einstellungen an, die wir verwendet haben. Und wir werden wahrscheinlich feststellen, dass sich die Einstellungen sehr ähneln. Wir haben uns irgendwann mal entschieden, einen einheitlichen Bildlook zu kreieren. Das bedeutet auch über Jahre hinweg. Wir sind Hochzeitsfotografen. Das bedeutet, wir werden gebucht und unsere Kunden erwarten natürlich auch ein Jahr später einen sehr ähnlichen Bildlook. Und damit ein Kunde uns auch buchen kann, muss dieser Kunde natürlich verstehen, was er bei uns bekommt. Und daher funktioniert es für uns sehr, sehr gut, wenn wir mit immer wieder ähnlichen Einstellungen unsere Fotos machen. Und das bedeutet aber nicht, dass das jetzt die einzige oder die richtige Lösung ist. Das ist das, was für uns funktioniert. Und wir wurden nach unseren Einstellungen gefragt und deshalb teile ich das jetzt. Aber das sind nicht die einzigen Einstellungen. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, um Menschen zu fotografieren. Du musst dich einfach ausprobieren und herausfinden, was für dich funktioniert. Und wenn dich das inspiriert, was wir tun und dich dazu animiert, das mal auszuprobieren, dann ist doch alles gut. Wir arbeiten immer. Wir sind jetzt hier bei diesem Foto in Portugal. Sehr kurzes Shooting. Es war sehr windig und sehr kalt. 15 bis 20 Minuten haben wir fotografiert. Wir arbeiten immer mit möglichst geringen ISO-Werten. Der ISO ist jetzt hier bei 100. Das wird sehr ähnlich sein, auch bei den anderen Fotos. Egal ob Indoor, Outdoor, mit direktem Sonnenlicht. Ich habe mir verschiedene Fotos ausgesucht, verschiedene Lichtsituationen und auch verschiedene Jahre. Also die Fotos sind in verschiedenen Jahren fotografiert, um zu zeigen, dass sich das schon auch so ein bisschen durchzieht. Also der ISO wird immer sehr gering sein. Wir verwenden häufig auch am Hochzeitstag zu 90%, um mal einfach eine Zahl rauszupicken, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Zu 90% würde ich sagen, sind das 35 mm und die Blendenzahl, die ist sehr gering. Wir bewegen uns bei 1,8, bei 1,6, bei 2,0. Das sind die Zahlen, mit denen wir häufig arbeiten. Das führt dazu, dass diese offenblendige Fotografie in Kombination mit der Tatsache, dass sich die Menschen, die wir fotografieren, häufig bewegen, wie die beiden jetzt hier am Strand. Wir möchten diese Bewegung, das wirkt mehr aus dem Leben gegriffen, es wirkt natürlicher, die Haare fliegen so ein bisschen, wir mögen es einfach, in Bewegung zu fotografieren. Und diese Tatsache kombiniert mit einer sehr offenblendigen Fotografie führt dazu, dass wir so ein bisschen gegenarbeiten gegen diesen perfekten digitalen, alles muss scharf sein, alles muss gesättigt sein, alles muss kontrastreich sein, dass wir da so ein bisschen gegenarbeiten. Das machen wir übrigens auch in der Bildbearbeitung. Auch da nehmen wir dieses Perfekte so ein bisschen raus, dieses perfekte Digitale. Wenn dich das interessiert, es gibt nicht dieses Preset, aber ein Preset, das dem sehr nahe kommt und mit dem wir viel gearbeitet haben in der Vergangenheit, gibt es unter diesem Video als Download kostenlos, einfach anmelden, eintragen. Preset wird dann per Mail verschickt und dann einfach mal ausprobieren, ob dir das liegt. Wir haben viele verschiedene andere Preset-Kollektionen auch, aber das ist mal was Kostenloses und findest du unter dem Video verlinkt. Wie du siehst, haben wir eine offene Blende, wir haben einen geringen ISO-Wert und das bedeutet, dass wir uns eigentlich im Laufe eines Fotoshoots nur mit der Verschlusszeit auseinandersetzen. Zumindest mal, bis es eben wirklich dunkel wird, dann geht der ISO natürlich auch rauf. Aber wir versuchen, die Blende möglichst offen zu lassen. Wir versuchen, über die Verschlusszeit das Ganze zu regeln. Wir sind jetzt hier bei einer 320stel. Und wir gehen jetzt mal nach Paris. Zu diesen beiden, die wir indoor fotografiert haben, sie werden durch das Fensterlicht angestrahlt. Wir sind wieder bei einem sehr geringen ISO-Wert, 125. Wir sind wieder bei 35 mm. Wir sind bei einer 1,6 und wir sind bei einer 152stel. Das ist also wieder der einzige Wert, an dem wir wirklich gedreht haben. Auch hier sieht man, wonach wir gehen, was uns wichtig ist. Geringer ISO, Offenblende, 35 mm wieder und dementsprechend die Verschlusszeit angepasst, sodass das Bild für uns gut belichtet wird. Wir gehen jetzt aber mal wieder nach draußen. Wir
Wir gehen in das Jahr 2020. Wir haben hier direktes Sonnenlicht. Es wirkt später, als es ist eigentlich. Wahrscheinlich noch so 30 Minuten, bis die Sonne dann wirklich verschwindet. Hier sieht man am blauen Himmel, da ist noch, ist es schon noch sehr hell. Wir haben mit 35 mm, welche Überraschung, fotografiert. Wir haben wieder einen geringen ISO-Wert, eine 1,8er Blende und wir haben eine 8000stel, weil wir jetzt natürlich im Gegensatz zu den anderen beiden Fotos, hier haben wir Wolken, die Sonne war nicht draußen, wir haben also Wolken, es war also nicht ganz so viel Licht da wie hier in dem Fall. Belichtet haben wir natürlich auf diese Sonnenstrahlen, die sie hier berühren, sie dreht sich in dieses Sonnenlicht, genau darauf belichten wir, sodass der Hintergrund sehr, sehr viel dunkler erscheint und genau diese warmen Sonnenstrahlen, die wollten wir einfangen. Und daher ist diese eine 8000stel Sekunde nötig gewesen. Ich habe aber noch ein anderes Objektiv mitgebracht. 85 mm haben wir hier, 1,4er Blende, 125 ISO und eine 1250stel Sekunde. Auch hier, sie ist so ein bisschen in Bewegung. Gerade wenn wir in Bewegung fotografieren, dann drücken wir auch einfach häufig ab, sodass wir einfach viel Auswahl haben dann später. Und mit dem 85er lassen sich wirklich wunderschöne, softe Porträts kreieren. Der Hintergrund ist schön soft. Sie sitzt im Schatten. Dadurch haben wir schönes, softes Licht. Ich habe das in der Nachbearbeitung noch ein bisschen wärmer gemacht. Außerdem ist hinter mir ein sehr großes Haus, das so warm angestrichen ist. Das bedeutet, dass auch das wirft nochmal von der Sonne reflektiertes, warmes Licht auf sie. Und wer übrigens dieses Shooting hier von Marie, wer das in kompletter Länge sehen möchte, wir haben uns dabei filmen lassen, es gibt zu hören, wir haben Mikrofone angesteckt, du kannst zuhören, was wir besprechen, was wir sagen, das gibt es in unserem Live-Shoots-Workshop, unser Posing-Workshop, da kannst du uns bei, ich glaube, mittlerweile 6 verschiedenen Fotoshoots über die Schulter schauen und zuhören und genau, das auch den Link dazu gibt es unter dem Video. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Das ist zumindest mal, wie wir fotografieren. Das sind auch die Einstellungen, die wir verwenden, wenn wir Hochzeiten fotografieren. Auch wenn wir kleinere Gruppen am Hochzeitstag fotografieren, machen wir die Blende nicht viel weiter zu. Vielleicht 2,0. Dann hängt es natürlich auch davon ab, welchen Abstand wir zu den Personen haben. Wie groß ist der Schärfebereich? Aber diese offenblendige Fotografie, die führt natürlich auch dazu, dass die Person, die wir zeigen wollen, ein bisschen freigestellter ist und dass der Hintergrund so ein bisschen verschwimmt. Und das ist einfach etwas, was das Bild natürlich in Gänze einfach softer macht. Und das ist genau das, was wir schön finden, was wir erreichen wollen. Und wenn du Fragen dazu hast, dann schreib es einfach in die Kommentare. Das war's zu unseren Kameraeinstellungen, wenn wir Menschen fotografieren.